Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, heute mal mit unserem Auto direkt in der ersten Szene. Mhm. Und was hat das zu bedeuten? Ja, wir sind in Göppingen aktuell bei Dachzelt Profi 24 und die stellen uns freundlicherweise ein Dachzelt zur Verfügung. Genau, und das kommt gleich hier drauf. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, dann bleibt dran und wir sehen uns gleich. Dachzelt Profi 24 hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Dachzelte. In Göppingen befindet sich ein 150 Quadratmeter großer Showroom, wo man sich verschiedene Dachzelte anschauen kann. Dank einer großen Lagerfläche sind viele Dachzelte sofort lieferbar. Wer selbst nicht nach Göppingen kommen kann, um sein Dachzelt abzuholen, kann auch den kostenlosen Versand innerhalb von Deutschland in Anspruch nehmen. Geht es ja erstmal nur darum, dass wir es auf dem Auto liegen haben, das komplett nachher ausrichten. Das machen wir erst, sobald wir dann die Schrauben gleich fertig haben. Also es ist schon echt sehr, sehr groß. Aber nicht schlecht. Cool. Nicht irgendwie, dass wir es nicht irgendwie verkratzen, haben wir immer so Matten, die wir legen wir immer drunter. So. So, das funktioniert jetzt ganz einfach. Wir haben jetzt hier diese Schraubverschlüsse, die kann ich mit der Hand einfach festdrehen. Ich habe jetzt eine normale Unterlegscheibe und einen Spannring. Die werde ich jetzt auch gleich so rum ans Zelt machen, dass die Unterlagscheibe mir nicht den Spannring in meinen Plastik hier drückt, sonst würde das kaputt gehen. Genau. So. Ich glaube, das ist so super, dass wir das filmen. Da können wir uns das nochmal perfekt nochmal angucken. Genau. Oder wir lassen es einfach drauf. Genau, es wird einfach jetzt einfach drauf. Auch wenn ihr mal irgendwo stehen solltet und nicht wollt, dass ein Fremder euer Zelt öffnet, könnt ihr hier einfach mit einem normalen Vorhängeschloss durchgehen. Ah, cool. Da reicht auch tatsächlich eins, weil dann geht das komplette Zelt ja nicht hoch. Mhm. Sollte mal zu viel drin sein und ihr müsst es noch ordentlich runterspannen, dann könnt ihr hier einfach noch mal ein bisschen nachjustieren, damit es wirklich runterspannt, dass diese Gummilippe hier einfach immer geschlossen ist. Dann kommt da auch während der Fahrt keine Mucken, nichts rein. Genau. Hinten machen wir das gleiche nochmal. So. So, und jetzt ist eigentlich euer Zelt schon fast fertig. Jetzt drücke ich einfach in einer Ecke. So, perfekt. Das ist nämlich am Anfang immer noch komplett verschlossen innen. Ja. Und dann gehen die Gasdruckfedern noch nicht ganz auf. So. Jetzt. Oh, krass. Genau. Jetzt seht ihr ja hier innen drin, ist ja schon mal so eine Riefenstange. Die könnt ihr jetzt gleich einfach komplett aufklappen. Hier an der Seite gibt es dann solche silbernen Punkte. Dafür klappt ihr einfach erst eure Schuhtaschen runter. Die sind hier unten drunter auch mit so einem Netz da. Also sollte es nass sein, tropft es schön runter. Natürlich wird das Auto dreckig, aber ja, gut, das ist ja nicht so schlimm. So habt ihr keinen Dreck im Zelt. Falls ihr die mal waschen wollt, könnt ihr die einfach mit Klettverschluss komplett wegmachen. Ja. So, die ist nochmal eingepackt in eine extra Tasche. Dann, nicht schlecht, ne, wenn genau, da macht man nichts dreckig. Ja. So, genau. Da haben wir noch mal kurz eine Anleitung zur Leiter selbst. So. Können die jetzt einfach mal hier oben einhängen. Die wird hier an diesem Rahmen einfach schön eingehängt. Die Teile hier sind ein bisschen flexibel. Hat einfach den Grund, ihr habt nie einen geraden Boden. Ja, klar. Und dann kann man das damit ein bisschen ausbalancieren, sage ich mal. Jetzt lassen wir die mal noch ein Stück. So. Genau, fest ist jetzt an sich schon. Hebt dann auch. Um das jetzt innen drin noch komplett aufzubauen, kann ich hier den einmal ein bisschen drücken, hier gleich ein Stück hochhalten und hier innen müsst ihr nachher noch eine Stange befestigen. Okay. Aber die würde ich erst ganz zum Schluss machen, sonst ist ein bisschen zu viel Spannung drauf. Das war jetzt zu schnell. Aber da muss schauen, dass ihr da irgendwie am Anfang mal einen Rhythmus findet. Also auf dem Autodach geht es nicht so einfach in der Ausstellungsfläche. Da
Da könnt ihr auch die Leiter einfach überall einhängen. Mhm. Gerade zum Montieren von so, also von diesen Teilen. Jetzt. War noch zu. Genau. So. Alles noch so neu. Ja, genau, komplett neu. Wir haben es noch nicht mal ausgepackt. Wir hatten nur die Polierung machen lassen und das war's. So. Genau, dann hänge ich sie gerade nochmal ein. Hier unten könnt ihr mit Klett in den Ecken, dass da nicht mal irgendwie Licht oder Wasser durchkommt. So. Genau, ihr könnt es einfach zusammenrollen, wenn ihr es nicht braucht. Und hier an den Seiten nochmal, wie man es vom klassischen Zelt kennt, euch die kompletten Türen schließen. Innen drin ist ja jetzt tatsächlich sehr dunkel. Wahnsinn, ne? Dunkel. Weil wie groß ist das? Das ist so verrückt. Das ist echt riesig. So. Ja. Wenn man dann hier oben ein Stück aufmacht, dann kommt ihr an diese Verbindungsstange. Ja. Die könnt ihr jetzt dann einfach ordentlich rausziehen und dann einfach nur hier oben diesen Klemmen befestigen. Mhm. Jetzt steht euer Vordach nämlich auch unter Spannung. Ist dann deutlich angenehmer. So. Ja. Das war eigentlich schon mal alles zum Aufbau. Ihr dürft ruhig mal hochkrabbeln. Na, geh mal. Mach mal. Na gut. Und Schuhe ausziehen, ne? Ja. Boah, wie groß das einfach. Das ist ja verrückt. Es ist so dunkel, man sieht dich gerade gar nicht mehr. Hallo. Man kann auch oben mal das Dachfenster öffnen. Das ist nicht der mittlere Reißverschluss, sondern der Reißverschluss, genau. Könnte man jetzt auch noch festmachen, aber ich lasse das jetzt mal so, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, also hier hat man auf jeden Fall einen sehr schönen Blick nach oben. Ich glaube, wenn wir noch freien Himmel haben, dann sieht es noch besser aus. Als das Garagendach jetzt hier. Ja, ja, das stimmt. Wahnsinn, das ist aber echt. Ich muss einmal kurz einmal rumgehen. Das ist so krass groß. Das ist ja echt Wahnsinn. Schaut mal, wie krass groß das ist. Man kann hier die ganzen Seitenfenster alle abmachen. Und naja, ich glaube, wir werden jetzt nie wieder inkognito sein, Leute. Sieht man, glaube ich, direkt erkennen, dass wir hier unterwegs sind, ne? Hinter dir nochmal so eine, genau, da kannst du einfach mal hier an der Seite auch nochmal ein Fenster. Das könnt ihr unten auch mit Klettverschluss dann einfach wieder, ich glaube, dran kletten. Ja. Genau, so habt ihr hinter dieser Hartschale, da zieht dann die Luft nochmal durch und ihr habt innen drin, trotz vielleicht schlechtes Wetter, einfach immer eine frische Luft. Ja, vor allem hat man auch so ein bisschen noch so Sichtschutz und genau. Nicht dieses Helle direkt. Ne? Genau, also es bleibt trotzdem schön dunkel. Fenster habt ihr in alle Richtungen zum Zusammenklappen. Wenn es schön Wetter ist, empfehle ich euch einfach, ruhig die Türe offen zu lassen. Das baut sich deutlich schneller ab, weil die Luft viel besser entweicht. Also auch wenn es jetzt mal geregnet hat und ihr alles zugemacht habt, dann müsst ihr da ein bisschen Zeit mitnehmen zum Zusammenklappen. Mhm. Das braucht dann einfach, bis die Luft draußen ist. Mhm. Genau. Aber sonst so habt ihr eigentlich euer mobiles Schlafzimmer immer dabei auf euren Touren. Das ist echt, also ich bin echt komplett, wirklich komplett sprachlos eigentlich. Also es ist so, du musst dir das mal angucken, wie groß das hier ist. Also hier könntest du mit 3 Personen sein. Ehrlich, ist wirklich so. Also das ist ja groß, das habe ich ja schon erahnt. Ne? Ja. Man hat ja die Videos so gesehen natürlich. Ne? Aber das ist jetzt so krass groß, also das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist echt. Vor allem, wie klein es einfach ist, wenn es zusammengeklappt ist. Ne? Und jetzt. Und jetzt hast du voll den Turm, auf den du gerade sitzt. Ja. Vor allem, man kann auch vernünftig sitzen. Ne? Man fühlt sich jetzt nicht irgendwie eingeengt oder so. Ne? Man könnte sich ja sogar hinknien hier. Bei der Höhe. Also zum Umziehen, wenn ihr unterwegs seid, habt ihr jetzt auch ordentlich Platz. Ja. Sichtschutz, ich meine, ihr macht alles dunkel und dann seht ihr wahrscheinlich die eigenen Klamotten nicht mehr. Aber genau. Ihr habt überall noch kleine kleine Ringösen, die sind dann meistens rot, dass man sie trotzdem erkennen könnt. Da könnt ihr wirklich alles Mögliche mit ranhängen, sei es eine Lampe oder Handytasche, was auch immer. Sonst, muss ich gerade nochmal nachschauen, habt ihr hier nochmal kleine Taschen, gerade für den Autoschlüssel, wenn ihr unterwegs seid, den wollt ihr ja nicht im Auto liegen lassen. Rutscht das eigentlich vorüber? Ja.
drüben ist noch nicht ganz. Und dann eigentlich nur noch einmal umfallen lassen. Jetzt hier legen wir einfach mal die klassische Tür wieder hoch, die Schuhtaschen hochschmeißen. Also wenn ihr die wirklich richtig dreckig habt, macht sie lieber ab, weil sonst habt ihr den Schmodder drauf. Ja. Und dann beim Zumachen habt ihr jetzt einmal einen schönen Griff. Mhm. Dann könnt ihr hier dann gleich einfach so komplett runterziehen. Mit einem Finger. Schon. Krasse. Und jetzt, das bleibt halt leider bei den Dachzelten nie aus, dass ihr noch ein bisschen nachstopfen dürft. Ich nehme hier mal kurz die Leiter raus. So. Ja. Dann eigentlich nur noch runterdrücken. Die Schnapper, sage ich mal, hier oben drüber. Da kann man ruhig dann auch ein bisschen Gewicht draufziehen und runterdrücken. Und dann hält es für euch. Da habt ihr die vier Clips. Jetzt könnt ihr ein Schloss entweder durchmachen oder überall, je nachdem, was ihr, wie ihr es tatsächlich bevorzugt. Und dann hält es auch. So ein kleiner Tipp, um zu wissen, ob euer Zelt wirklich fest ist, empfehlen wir immer. Haben wir selber schon rausgefunden. Wenn ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht in eine Ecke lehnen kann und das Zelt nicht mehr verrutscht, dann seid ihr eigentlich auch sicher unterwegs. Perfekt. Eigentlich hat mir gefallen. Und wenn Im besten Fall. Wenn nicht, haben wir deine Handynummer und rufen nachts an. Genau. Ich komme dann vorbei. Genau. Ja. Ja, schön. Freuen wir uns. Sind wir gespannt, oder? Ich bin so gespannt, ob wir das hinbekommen mit dem Aufbauen und Abbauen. Das geht wirklich ganz einfach. Du hast es ja gefilmt, Sabine. Genau, ihr habt ja die beste Anleitung dabei. Aber ich habe das Video noch nicht fertig. Muss ich eben das Video schneiden und dann können wir das dann gucken und dann können wir es aufbauen heute Abend. Aber ich meine, grundsätzlich ist ja ein ganz einfacher Plan. Ihr macht diese Öffnungen auf, drückt es hoch. Ja. Wenn es nicht gleich funktioniert, dann einfach ein paar Mal und dann irgendwann schießt es auf, sage ich mal. Und dann könnt ihr eigentlich die Leiter schon einhängen. Ja, und die seitlichen Stangen an. Und genau. Bitte genau, das ist... Ich sag mal idiotensicher. Das werden wir testen. Genau. Mega. Also echt vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Echt richtig, richtig genial. Nur da auf jeden Fall heute Abend in eurem Zelt. Drauf anstoßen. Eine lokale Brauerei von uns hier. Schön. Ja. Bestes Bier tatsächlich. Cool. Aber wie immer streiten sich ja die Geschmäcker. Nehmen wir gerne. Also sehr gerne. Dein Handgepäck. Danke. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Handgepäck. Ja. Echt verrückt. Also wirklich echt komplett verrückt. Ey. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ne, also hat echt richtig viel Spaß gemacht und wir sind einfach echt komplett geflasht. Also wirklich. Ja, das freut uns. Also der Tag im Endeffekt jetzt so krass angefangen. Also wenn wir jetzt noch aufgebaut bekommen nachher, dann bekommt ihr hin. Dann glaube ich an euch. Haben wir noch ein Happy End mit was zu trinken. Ja. Genau. Dann können wir erstmal anstoßen. Dann lohnt sich's. Leute, nachdem wir jetzt noch schön lecker was eingekauft haben, haben wir jetzt tatsächlich unseren Schlafplatz gefunden. Was sagst du dazu, Sabrina? Also die Aussicht, Leute, ist wirklich super geil. Es ist sehr windig hier, aber man muss wirklich sagen, die Aussicht toppt einfach alles. Die Frage ist halt nur, ob das halt eine gute Entscheidung ist für unsere erste Nacht. Leute, gebt euch mal bitte diesen krassen Ausblick hier. Wie geil sieht das aus, wie episch vor allen Dingen. Da hinten mit den Bergen, da hinten fährt ein Auto lang, da oben der Himmel. Boah, das geht echt schwer. Bist du sicher, dass du alle verschissen? Nee. Boah, sag mal, ist jetzt nicht dein Ernst? Einen habe ich dann doch noch für dich da gelassen. Ich wollte nur gucken, ob du es merkst. Genau, das wird sein. So, also es hält auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal gut, es geht ein bisschen in den Boden rein, ist ja normal. Tada!
Das haben wir schon mal geschafft. Ja, das ist schon mal viel wert, ne? Guck mal, das schaffe ich auch noch. Die, ja, genau. Die Fußdinger da, die Schuhtaschen. Die Schuhtaschen sind auch schon mal drin. Hey, guck mal, der sieht schon aus wie ein Zelt gleich. Ja, ja, ne? Schon mal etwas. Das sieht doch ziemlich gut aus von innen, also wirklich. Kann nicht mehr viel schief gehen, hoffe ich. So, jetzt heißt es die Stangen hier ausfahren. Aber es ist doch schon schief, ne? Nach dahin abfallend. Ja. Mhm. Meinst du, das wäre schlimm für heute Nacht? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das sieht echt mega aus, wirklich, ey. Nee, das bringt nichts davon. Hast du es gemerkt, dass es runtergefallen ist auf der Seite? Ja. Ist zu windig, ja? Mhm. Lieber da hinten auf den Parkplatz fahren? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist besser. Folgendes Problem haben wir jetzt gehabt. Da oben auf dem Berg war der absolute Sturm. Ja, ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkam, weil die ganze Zeit war es noch nicht so extrem windig. Es kam irgendwie auf einmal, als ob man da gleich wegfliegen würde. Ne? Also egal, wir sind dann noch woanders hingefahren, da war es dann irgendwie gefühlt noch schlimmer. Also hier unten im Tal ist es wirklich absolut in Ordnung. Hier ist ja kaum Wind, aber oben ging einfach gar nicht. Wir haben jetzt einen richtig schönen Campingplatz, beziehungsweise nee, Campingplatz nennt man das ja nicht, wie nennt man das? Wohnmobilstellplatz. Ach, wie geht denn dieses olle Licht hier an, Anja? So. Indem man die Knöpfe drückt. Wir haben jetzt einen richtig schönen Wohnmobilplatz also entdeckt. Richtig, richtig schön, muss ich wirklich sagen. Das ist ja, wie so ein schön. Rondell auf. Ja, lob das mal. Ich war nämlich jetzt gerade den weiten Weg, ja, bis zur Rezeption. Mhm. Ach, hier gibt es eine Rezeption? Ja, okay. Und die ist jetzt gerade eben geschlossen. Ich konnte gerade noch die Mitarbeiterin abfangen. Mhm. Und habe gefragt wegen Schlafen hier, beziehungsweise wir haben ein Auto, wollen es hinstellen. Ja, haben wir denn eine Toilette im Auto? Echt? Ja, habe ich gesagt, ne, nein. Nee, dann ist das unerwünscht, hier zu parken. Mhm. Weil die Toiletten machen erst morgen früh um 8 Uhr wieder auf. Die sind nur von 8 also, bis 8 geöffnet, die Toiletten. Also die sind jetzt gerade zugemacht worden und all die da hinten jetzt stehen, ein paar davon haben wir gesehen, die haben Toiletten an Bord. Mhm. Und die, die keine Toilette an Bord haben, die sind eigentlich jetzt unerwünscht. Mhm. Also wir sind auch unerwünscht. Okay. Ja, dann. Also Probleme, halt die wir auch noch nie hatten, ne? Nö. Also, habe ich auch noch nicht gehört, aber ist das die da gewesen? Nee, ne? Nee, ist ein anderer. Die ist mit dem Auto weggefahren. Ja, dann lass mal jetzt gucken, wo wir hinfahren. Ja. Kommt voll los. Einige Zeit später. Wir haben auch jetzt gefühlt. Jahre später, genau. Wir haben auch jetzt wirklich gefühlt jeden einzelnen Stellplatz, den unsere beiden Apps vorgeschlagen haben, abgefahren und ja. Jetzt haben wir einen hier, der ist nicht so super windig, ist auch nicht, naja. Super ist, schön. Ja, aber ich sag mal so, es erfüllt seinen Zweck, es ist mittlerweile 8:30. Wir sind beide auch komplett platt von dem ganzen Tag und wir hatten eigentlich ja ursprünglich den Plan gehabt, runter Richtung Italien zu fahren, hatten bedingt durch die Verkehrslage und dadurch, dass wir so spät losgefahren sind, dann noch einen anderen Plan. Werdet ihr noch sehen, wo es hingeht. Ja, und heute erstmal so diesen Zwischenstopp und Essen, Kochen wird auch ausfallen. Wir essen, glaube ich, gleich noch ein paar Fruitloops oder so, oder? Ja, ja, definitiv. Geht gar nicht. Das Gute ist auf jeden Fall, das Aufbauen hat super schnell geklappt, Leute. Richtig einfach. Ja, ist, ne? Richtig, richtig einfach. Ich hab's noch gesagt, ne? Wenn man das so zweimal gemacht hat, dann weiß man, wie es läuft und so ist es. Hier oben steht das Zelt. So, und hier sieht man es noch mal ganz gut, unsere beiden Schlafsäcke. Und hier ist echt immer noch genug Platz hinten im Fußraum. Wir haben noch einen Ersatzschlafsack mitgenommen, falls es doch heute Nacht ein bisschen zu kalt werden sollte. Hier noch die Powerstation zum Aufladen von den Akkus heute. Ja, und hier kochen wir jetzt noch ein bisschen heißes Wasser. Noch ein bisschen was Warmes machen, aber nur noch was zu trinken und mehr nicht mehr heute. Ein sehr ereignisreicher Tag, ne? Ja. Definitiv. Boah, ich bin echt froh, wenn wir gleich liegen, wirklich. Ich auch, ich bin gespannt, ehrlich. Ich bin richtig gespannt. Also hier irgendwo, was man jetzt so gerade gar nicht sehen kann, ist wohl halt ein See. Und hier ist halt ein Parkplatz.
Und den hatte ich halt mit meiner App gefunden gehabt. Anja hat die Park4Night-App und ich habe, glaube ich, Free-to-Stay oder irgendwie sowas. Aber es ist schon sehr unterschiedlich, muss man mal echt sagen. Weil die Orte, die wir mit deiner App angesteuert haben, hatte ich gar nicht auf der Karte. Ja. Und umgekehrt, glaube ich, genauso, ne? Ja, das stimmt. Jetzt gibt es noch ein paar Fruit Loops, Leute. Das ist dann halt auch unser Mittagessen und Abendessen für heute, weil ja, das ursprünglich geplante Essen gibt es dann leider erst morgen. Das ist einfach schon zu spät mittlerweile. Und wir sind auch einfach nur noch froh, wenn wir uns nach oben verziehen können. Echt ein bisschen ärgerlich gewesen mit dem einen Stellplatz, ne? Aber hier ist es wenigstens jetzt richtig schön ruhig vom Wind und oben war einfach zu windig gewesen, muss man leider Gottes einfach mal so sagen. Echt schade, aber gut, das rennt ja nicht weg. Und ich denke mal, für die erste Nacht ist es ganz gut, was wir jetzt hier gefunden haben. Das rennt ja auch nicht weg. Also kommen ja noch andere Tage, die da nicht so windig sind wahrscheinlich. So, guten Morgen zusammen. Morgen. So, es ist duster, komplett duster. Draußen ist aber schon jede Menge Betrieb, wie man irgendwie hört. Naja, also so ein paar Autos hört man. Man hört, dass der Tag langsam beginnt. Ja, auf die jeden Nacht Fall. War auf jeden Fall kalt. Ja. Sehr kalt, ja. Ja, schon sehr kalt, aber mit dem Schlafsack ging es auf jeden Fall, ne? Ja, stimmt. Auf jeden Fall auszuhalten. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier direkt einpacken. Ansonsten bauen wir gleich hier noch den Marktplatz neben uns auf. So gefühlt ist es irgendwie gerade keine Ahnung, was hier los ist in dem kleinen Ort. Ja, Leute, ich würde sagen, wir packen ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, kurze Pause. Sehr schöne Aussicht haben wir auf jeden Fall hier. Mega, also irgendwie überall schöne Aussicht hier, oder? Das ist einfach klasse. Das stimmt, also sehr, sehr schön auf jeden Fall hier die Ecke. Und jetzt haben wir hier so ein schönes Café entdeckt. Und da werden wir mitten jetzt mal auf dem Berg. Ja, da werden wir erstmal jetzt gucken, was es da so Leckeres zu essen oder zu trinken gibt. Oder beides. Ich denke eher beides. Ich auch. Also ich glaube, ich habe heute Hunger auf Kinderspielplatz mit Lamas und Schlafen. XXL Currywurst. Habe ich gerade auch gedacht, ja. Oder Schweinebraten, das wäre auch geil. Ich muss mal gucken, was es da gibt. Oh nee, ne? Ich glaube, ich bin im falschen Film heute, ehrlich. Scheiße. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ich glaube nicht, als würden doch hier die Schilder nicht stehen, oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber steht doch da, geschlossene Gesellschaft. Vielleicht nachher. Lass mal reingucken erstmal. Hier stehen ja die Schilder, das macht doch keinen Sinn. Stell ich ja, doch nicht hin. Die stehen doch immer da, oder nicht? Obwohl, naja. Was für eine? Oh nee. Gibt es denn hier noch irgendwas anderes? Ja, eigentlich wollten wir jetzt lecker was essen, was trinken. Haben auch jetzt 3 Euro Parkgebühren bezahlt für schätzungsweise eine halbe Stunde parken. Ja, und was ist? Alles zu. Also ja. Das ist echt. Es sind 3 gastronomische Einrichtungen da oben. Einer ist geschlossene Gesellschaft, die andere ist komplett zu und bei dem anderen, da will man nicht essen und trinken gehen. Ja. Also heißt für uns weiterfahren. Richtig. Also ehrlich, was ist fahren denn heute für ein Tag, ey? Fahren wir runter und ja. Gucken mal, was da so ist. Ne? Genau. Wäre so schön hier gewesen. Ja. Wir aber, glaube ich, einen sehr schönen Spot gefunden, Anja, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Es ist ganz schön frisch, ne? Also es ist echt immer noch sehr windig, aber also das ist schon ziemlich geil hier, ja? Richtig geil, ne? Ja, definitiv. Direkt hier an einem Baggersee, Leute. Also wir können quasi wir könnten noch ein bisschen näher dran fahren, was meinst du? Nee, lass mal mit der Leiter gleich noch und alles. Okay, dann lass mal so. Nicht, dass wir irgendwie gleich noch aus dem Bett rausfallen, sondern direkt, ja, direkt vor allem in den wir See morgen, rein. Morgen sehr früh los, ne? Das stimmt. Da wird es wahrscheinlich noch dunkel sein, so wie heute auch.
Ja, da wäre es natürlich blöd, wenn wir von der Leiter direkt ins... Obwohl... dann ist man auf jeden Fall wach. Das noch mal. Dann ist man wach. Ja, definitiv. Aber echt mega. Vor allem, wie schön klar das Wasser auch einfach ist, ne? Ja. Da bekommt man glatt Bock auf Bahn. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn es nicht so kalt wäre heute, ist ja so schon kalt. Aber eigentlich härtest du dich ja so ein bisschen damit ab und danach wird dir auf jeden Fall warm. Das stimmt. Jetzt seht ihr live, wie ich da reinrutsche. Und wenn ich jetzt richtig gemein wäre, dann würde ich dich jetzt so reinschubsen. Wenn ich so richtig gemein wäre, würdest du auf jeden Fall hinterherfliegen. Gut, dass du nicht gemein bist. Richtig. So Leute, ich habe mir jetzt erstmal eine Jacke angezogen. Es ist wirklich eisig, eisig kalt. Und jetzt bauen wir erstmal das Dachzelt auf. Das ist ein tolles Gefühl, ne? Aber ich würde echt sagen, wir haben es echt mittlerweile raus, ne? Ja, ich denke. Also ist doch eigentlich einfacher, als wir ursprünglich mal so gedacht hatten, ne? Ja, definitiv. Ratzi-fatzi, Anja. Also demnächst können wir echt noch die Zeit stoppen, ne? Das glaube ich auch. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass es so einfach ist, ne? Sehr schön. Ja. Aber ich glaube, es wird eine windige Nacht. Das glaube ich auch, aber dieser Ausblick, einfach nur geil. So, der erste Schlafsack, der liegt hier schon. Und der zweite kommt zugleich. Ja. So, ey, das ist so geil. Leute, wir haben jetzt gerade mal hier einmal komplett aufgemacht, um noch ein paar Fotos zu machen und ein paar Drohnenaufnahmen. So, Anja, ich denke, wir können auch mal zumachen. Oh, ja. Es wird nämlich fresh. Hoch, dann machen wir die ganzen Fenster zu, mummeln uns schön in den Schlafsack ein und dann... Lass mir den Abend schön ausklingen, gucken ein bisschen Netflix oder was meinst du? Ja, Netflix und chillen. Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Tag echt sehr, sehr war sehr anstrengend. Haben wir auch noch ein bisschen Lost Place Tour gemacht. Richtig, genau. Oh, aber echt, das ist so mega hier, ne? Ja, es ist mega. Vor allem, ich stelle mir vor, wenn es wirklich Sommer ist, wie du dich jetzt hier schön hinsitzen kannst, ne? Den Sonnenuntergang genießen kannst und einfach mega. Also wirklich richtig... Richtiges Freiheitsgefühl, so, ne? Ein die ersten zwei Nächte, beziehungsweise gut, die zweite Nacht kommt ja jetzt, aber die erste Nacht war geil und einfach jetzt hier zu stehen, bei diesem schönen See mit dem klaren Wasser, einfach nur geil, wirklich, einfach nur geil. Und es gibt ja noch viel mehr Spots auf der Welt, die man sich angucken kann, ne? Also es ist ja, sind ja irgendwie gar keine Grenzen gesetzt, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch folgen wird, also. Ich bin auch gespannt. Ja, ich würde auch sagen, an der Stelle beenden wir das Video. Wir hoffen natürlich, euch hat das alles gefallen. Und wenn ihr mehr von diesen Abenteuer erleben möchtet, mit uns zusammen natürlich, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, lasst gerne ein Like da und über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.